Hallihallo und willkommen zu meinem allerersten Online FIFA 14 Ultimate Team Spiel. Ich dachte mir, ich nehme das Ganze einfach mal live auf, einfach um zu sehen, ja, wie schneide ich ab und dass ihr direkt mitbekommt, was meine ersten Eindrücke so direkt sind vom allerersten Spiel. Das ist mein Team, mit dem ich starten werde. 3-Sterne-Bewertung, mal sehen, ob ich da überhaupt was finde in der Dings. Ein Silber-Eredivisie-Team mit Wijnaldum und Titon hinten drin, dann haben wir Jorgensen und so weiter, habt ihr alle schon gesehen. Der Werte Herr Sigpaarsson, oder ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, Sigpaarsson oder Sigurdsson oder sowas, der hat schon einen Chemiestil, einfach um das Manager-Task zu machen, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Was hat der denn? Der hat den Architekt, das ist Passen und Kopfball oder so. Dachte ich mir, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für den Wertenherrn da vorne. Und ja, deswegen werden wir dann direkt hier reinstarten in das Spiel und mal sehen. Ich werde natürlich in Highlights schneiden, ein ganzes Spiel, dachte ich mir. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, einfach die größten Highlights. Und das ist unser Team, Behrens, Janscha auf Außen, das ist eine richtig geile Zange. Außenzange Behrens mit 5 Sternen Weakfoot, 4 Sternen Skillmoves, auf jeden Fall saugeil. Und Janscha, 4 Sterne Skillmoves, 4 Sternen Weakfoot. Und vorne, wie gesagt, unser Stürmer, der so einen Namen ich nicht kenne. Oh, oder nicht ausspreche direkt, weiß. Würde ich gerne wissen, wenn es einer von euch weiß, natürlich gerne in die Kommentare. Und dann starten wir mal in unser erstes Einzelspielerspiel. So, Gegner ist gefunden und zwar der DJ Noob Killer, auch ein 100 Chemie. Wir spielen mit dem Eintracht Classic Kit. Schade, dass man die Chemie sieht, das war immer noch ein größeres Highlight bei FIFA 12, dass man sie da nicht gesehen hat. Er hat eine 69er Bewertung und hat ebenfalls ein Eredivisie Team 4-1-2-1-2. Na gut, links hat er Ola John und rechts hinten hat er noch einen Swansea Rechtsverteidiger. Der Rest ist, glaube ich, Eredivisie, der linke. Ja, der Rest müsste Eredivisie sein, also die niederländische Liga. Und ja, ähnliches Team wie ich. Von den Spielern her würde ich fast sagen, könnte meins etwas besser sein, aber man weiß ja nie. Außerdem ist mein allererstes Spiel und deswegen habe ich keine Ahnung, wie das Ganze ablaufen wird. Und einfach mal gucken, wie das Ganze jetzt läuft. So, dann bauen wir mal unseren ersten Angriff aus über Behrens. Der geht hier wunderbar vorbei an seinem Gegenspieler. Zieht in die Mitte. Legt auf und da ist direkt mal Sigpaarsson und erste große Chance für mich in Ultimate Team Online und ich ergebe sie direkt mal kläglich. Jetzt Wijnaldum und das ist wunderbar gesehen, da ist Aykrim und die nächste große Chance vergeben. Nein, das hätte schon gut und gerne jetzt 1-0 stehen müssen. Zwei große Chancen jetzt schon vergeben. Schön gespielt und der Ball ist nicht drin am Ende. Ecke kommt und nein. Jetzt aber mal der Gegner wunderbar gespielt und da ist Lukasen, sein Stürmer oder so. Ah, letzter Moment geblockt, gute Chance für ihn jetzt. Letzter Moment abgefälscht. Und der overpowerte Finesse geht an die Latte. Oh, 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 das war schon glücklich. Ja, den haben sie ja leider, wie angekündigt, nicht runtergepatcht. Und von daher ganz glücklich, das Ding geht an die Latte und damit auch seine erste große Chance in der Partie. Und jetzt Platz für den Gegner. Oh, der hätte abspielen müssen. Aber er bleibt am Ball mit Wijnaldum. Oh, das ist ein schöner Pass. Und jetzt aufgepasst. Boah, da tankt er sich wunderbar durch. Und da ist das 1-0, weil die Rebounds immer noch so übertrieben stark sind. Lukasen. Das 0-1, 41. Minute. War ja klar, ne? Oh Mann, durch meine Beine, das ist so ein Scheiß. Jawohl, jawohl, direkt in die Beine des Gegners, ohne zu zögern, spielt er den einfach direkt in die Füße. Oh Gott, ey, so eine Scheiße. Zwei Großchancen nicht gemacht, Gegner trifft einmal die Latte und trifft damit so einen behinderten Rebound zum 1-0. Aber Chance bleibt stehen. Wijnaldum, der schickt Hilje, Mark. Und das Behrens. Und das ist das 1-1. Und jetzt kriegt er das zurück, was er verdient. 48. Minute. Kalmar. Kalmar, mein Lieber. Was du kannst, kann ich auch. Etwas glücklich hier, dass der Ball diesmal zu mir fällt. Aber nach seinem Tor ist das auf jeden Fall gerecht. Behrens, Ausgleich. 49. Minute. 48. Boah, direkt auf der Gegenseite. Aufpassen! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also mit dem Defending wollte ich noch ein bisschen üben. Aber es ist natürlich auch echt der erste Tag und Ecke und Titon ist unten rechtzeitig da. Behrens für Sigpaarsson und da setzt er sich wirklich klasse durch. Und der Außenrissschuss. Aber der Keeper ist da. Ich dachte, er holt ihn raus. Nein, große Chance jetzt zur Führung. Exzellent. Ah. Exzellent, klasse Mann. Ein Krerem, der ist gut.
Und der Keeper ist da und der Nachpraller. Und es steht 2 zu 1 und wieder ist es ein Abpraller. Und das 2 zu 1, 54. Minute, Partie gedreht, wieder etwas glücklich. Aber wie gesagt, Abpraller sind halt leider Gottes wieder stark. Hab mich beim Gegner drüber aufgeregt, klar, und mach selbst 2. Aber ihr seht selbst, naja, wurde halt nicht sonderlich viel dran gearbeitet, dass die nicht ganz so stark sind dieses Jahr. Aber auch ganz schlecht Verteidigung, Sieg Porzellan, jetzt die Chance vielleicht auf das dritte. Nein, 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 der Schuss war auch nichts. Behrens hält den Ball im Spiel. Bringt die Flanke, ist zum Glück beidfüßig und dann muss irgendwas kommen mit dem Hinterkopf oder so. Kommt aber nicht. Nächste Chance für... Oh, da nimmt er mich mal komplett auseinander. Und im letzten Moment ist Otikba da. Also das war... Der Typ weiß auf jeden Fall jetzt schon, wie man skillt. Das muss ich auf jeden Fall in diesem Teil auch erstmal noch rausfinden. Ein bisschen kann ich es, aber gut, was er jetzt gerade mit mir angestellt hat, war auch nicht mehr feierlich. Jetzt die große Chance, vielleicht Janša einzusetzen. Janša bleibt hängen. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. 2 zu 2. El Kabir. 79. Minute. Ball geht an den Unter... An die Pfosten. An den Pfosten. Ja, schlechte Drehung hier von Otikba und dann ist El Kabir da und haut das Ding in die Ecke. 2 zu 2. Gegenseite Behrens, der ist beidfüßig und vergibt die nächste Großchance auf die wiederholte Führung. Oh Mann, da vergebe ich viel zu viele von einfach. Eikrem. Behrens, abseits. Oh Gott, nächste Großchance vergeben. Also Führung wäre auf jeden Fall nicht unverdient, muss man ja sagen. So, Behrens noch einmal, 90. Minute, Behrens. Und er bringt den Ball rein, da ist Sigfossen. Oh, warum schießt er denn nicht? Warum probiert der Kollege denn immer anzunehmen? Das zweite Mal die Riesenchance in der 90. nicht gemacht. Und so endet diese Partie 2 zu 2. Ich weiß nicht, ob es Verlängerung gibt. Werde ich dann gleich erzählen. Und ich sag Ihnen, da geht noch was in diesem Spiel. So, Roy Behrens, Hiljemark. Behrens, schön gesehen, Sieg Porzellan. Und das auch schön gesehen. Und die nächste 100%, jetzt gibt's ja nicht Eikrem. Oh Mann, das ist die dritte oder vierte, die der Kollege jetzt hier schon vergibt, gefühlt. Janša, Sieg Porzellan, da ist der Lupfer, das ist das Traumtor. Da ist das Tor, 114. Minute. Sieg Porzellan oder Sieg Dawson oder Sigurdsson. Ach, was weiß ich. Irgendwer wird mich hoffentlich jetzt mal verbessern in den Kommentaren. Auf jeden Fall mache ich jetzt schon krasser Krimi und jetzt bitte keinen mehr kassieren. 6 Minuten noch zu überstehen. Ah, ja, ich kenne mich leider nicht so im Niederländischen und Co. aus. Oh, eine Chance hat er noch. Und Titan Titon ist da, der polnische Nationalkeeper. Der polnische, nicht der polnische. Der könnte ihn jetzt noch den Boah, was ein Dribbling, aber Titan oder Titan ist nochmal da, Wijnaldum. Und jetzt die letzte Szene, noch meine Ecke. Das ist natürlich das Allerschlimmste, was meine 120. kassieren kann. Eine Ecke. Jürgensen, Titan ist da. Jetzt klären. Klären. Johansson haut den Ball raus und das müsste es gewesen sein. Das ist es, der erste Sieg im ersten Spiel. Und was für ein Krimi direkt mal. 3 zu 2. Behrens, Janša und Sigurdsson und auf der Gegenseite Lukasen und El Kabir. 3 zu 2. Durchatmen. Auf jeden Fall muss ich sagen, es ist schon ganz schön anders als FIFA 12, muss man zugeben. Aber es macht Spaß irgendwie. An der einen oder anderen Stelle muss ich auf jeden Fall noch eine Menge üben. Verteidigung, Tricks von mir, Pässe von mir, Chancenerwertung, also so richtig, ja. Habe ich noch ein bisschen dran zu arbeiten, aber ganz ehrlich, es war mein allererstes Online-Spiel jetzt. Und da kann man schon mal davon ausgehen, dass vielleicht noch nicht alles hundertprozentig läuft. Ihr seht, ja, Schüsse ungefähr gleich, hat er ein bisschen mehr Schüsse, aber er hatte wirklich keine richtigen gefährlichen Torschüsse, deswegen Schüsse aufs Tor und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall eine enge Kiste am Ende, aber wir gewinnen 3 zu 2. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Wertung von euch freuen. Ich werde mal sehen, dass ich jetzt ein paar Spiele aufnehmen kann. Ob ich auf den World to Glory Account überhaupt rein kann, werde ich versuchen. Ansonsten müsst ihr halt Vorlieb nehmen, dass ich vielleicht hier ein paar Spiele zeige. Und ja, irgendwas hat sich noch verkauft. Das können wir auch nochmal kurz, ganz kurz zeigen. Und zwar, ja, hier, Godin. Ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen und...